Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und beide Robsons. Und wir sind bei Watchdog Part Nummer 6. Nicht und lang schnacken. Ich würde direkt die Karre nehmen und mich verpissen. Den. Kein Problem. So. Boah, der ist geil. Krieger, ne? Hat nämlich hier schön den Kollegen in seinem LKW umgeballert. Und ich habe mich schon drauf gefreut. Jung, das kann wieder lustig werden, wenn mir die Bullen gleich direkt am Arsch hängen. Aber dem ist nicht so, stelle ich gerade fest. Mach die Karre nicht kaputt. Ach, juckt mich nicht. Du musst gleich mal gucken, dass wir kein Würfelspielchen finden, sondern einen Geldautomaten. Wir haben ja gerade eben die Leute gehackt. Beziehungsweise, guck mal, wie der unten schon. Bams. Kann man wahrscheinlich auch bestimmt. Ach, guck mal, siehst du schon diesen. So, das. The Loop nicht verbunden. Okay, hier. Das heißt, da müssen wir erstmal den roten Turm einnehmen. Genau, in diesem Stadtteil, sag ich mal, müssen wir diesen roten Turm einnehmen. Damit wir mit The Loop verbunden sind. So. Wir wissen auch noch nicht so wirklich, wo wir stehen im Spiel. Ob wir jetzt die Guten sind, ob die Schlechten, aber irgendwas dazwischen nehmen wir mal. Ach, ein Polizeiauto. Habe ich gemerkt. Ja, sehr unauffällig. Nichts passiert, ach. Der jetzt auch ein bisschen kleinkariert. Ja, aber der ist schon am Pimmel, ne? Ach, tatsächlich. Was ist da los? Ja, aber nichts Wildes. Ups. Stell ich mal rechts an den Straßenrand und drück mal Kreis. Oh, da ist ein Waffenladen. Brems, stopp, aussteigen und geh erstmal zum Waffenladen. Geradeaus. Erstmal zum Waffenladen. Da. Der? Rechts. Wo denn? Ah, da. Ach ja, jetzt sehe ich es auf der Karte. Wenn CTOS die Wachen verdoppelt. Er ist irgendwie im Hof drin. Da, was denn da? Zurück. Bleib doch mal ruhig. Wir wollten ja erst zum Waffenladen. Kaufen Sie sich das M416 Sturmgewehr. Da. Was so Hintertürchen oder was? Weiß nicht. Guck. Einkaufen. Was haben wir denn hier? Das M416 Sturmgewehr sollen wir uns holen. Also geh mal auf Sturmgewehre. Sturmgewehre. Ja, hallo. Ach da. Ja. 1200. Ich würde sagen, Hammer. Vollautomatisch. Gekauft. Ching. Munition ist voll. In den vergangenen Wochen wurde die Sicherheitsstufe für alle CTOS-Zentren in Chicago wegen mehrerer Attacken der Hackeraktivistengruppe. Haben wir noch irgendwie, kannst du noch irgendwie Sicherheit zur Schusswesten oder sowas holen? Ja, kannst du mal einkaufen. Sicherheit ist das Wichtigste. Warum hast du das Handy draußen? Guck mal hier. Das ist wieder unnütz rumgedrückt, ne? Was ist denn los? Ich will weiter einkaufen. Tatsächlich, Herr Gardner, sind diese Wachleute, auf die Sie Bezug nehmen, militärische Söldner, viele davon mit krimineller Vergangenheit, ist es nicht so? Ja, warum ist der Kampagnenpunkt woanders jetzt hingeflogen? Wir sollten unsere Soldaten die Waffe holen sollten, die ehrenhaft ihrem Land gedient haben. Ach, das war's. Das CTOS-Netzwerk ist gut bewacht. Geh mal zum Geldautomaten. Gegenüber auf einer anderen Straßenseite ist einer. Ja, hinter dir. Ach da, nee, ach ja, das, ich dachte das andere blaue Ding da. Das müssen wir auch mal herausfinden, dass das so ist. Oh. Ja, das sind Kohle-Mopeds. Also Kohle-Mopeds! Kohle-Mopeds, wo du Missionen erfüllen musst und dann Kohle kriegst. So, einmal stopp. Oh, Alarm auslösen kannst du da machen bei der Karre hier. Warum? Damit die da nicht rumlecken, wie Hulle. So, komm, Kohle her. Wir haben ja gerade ein bisschen Geld ausgegeben. Muss wieder zurück. Was haben wir gemacht? 440. Gut gehackt, Krieger. Gut gemacht. So, nächster Moped Punkt. Auf der anderen Straßenseite habe ich gerade gesehen. Ah, nimm rechts. Soll ich mal trotzdem hier irgendwie? Links. Warte mal kurz. Nun? Hey, die knutschen einfach weiter. Was geht denn da? So, springt der hier auch so geil drauf? Ab geht's. Hulle. Mach jetzt mal einen Wegpunkt. Habe ich gerade. Haben wir da einen roten Punkt? Guck mal, ob da ein roter Punkt ist. So, hier auf der Insel. Da ist noch einer. Meinst du, der könnte das sein? Weiß nicht, ob wir den machen sollen. Sollen wir den erstmal? Willst du den machen? Ja, komm. Ich beeile mich auch. Ich glaube, ich gehe nicht drauf. Das finde ich cool, also. Hulle! Wehe, du bist. Boah! Das ist langweilig. War das langweilig? Wie du da fährst. Ein Helfer innen und vorbeigezogen. Meidig! Kann er nicht schneller? Du musst ihn nach vorne nehmen. Der ist schon am Drehzahlbegrenzer. Kriegst du ein Moped?
Boah, leck mich am Arsch, ey. Ja, ja, Lichthupe, ich geb dir gleich die Lichthupe. Lichtpupe. Lichtpupe. So, noch ein bisschen. Leicht Rechtskurve, 25 Grad. 25 rechts, 45. Wo? Da. Ja, ja. Warte mal. Weggebrochen. Upsi! Der GTA wäre es jetzt hier gestorben. Zweimal. Wir müssen erstmal wieder einen Weg da reinfinden. Kameraführung war ich noch nie der Beste drin. Da ist ein Eingang. Schwachstelle erkannt. Ja, lass mal sehen, wo. Du hast gerade gesehen, dass da schon irgendwie ein paar Kameras sein könnten, ne? Ja, aber wo? Ich habe nämlich keine Kameras gesehen. So. Oder Uno. Da ist ein Gabelstapler. Ja, aber der, den finde ich zur Flucht geeignet. Aha! Entriege. Guck mal, einfach mal ausprobieren. Zack. Der ja, Boss! Jetzt hau rein. Napper das Leder. Napper das Leber. Napper die Leber. Die Leber. Mal klettern, ja, pack mal deinen Dings da weg. So, wo ist denn das Ding? Links, oben. Ja, hinter dir. Hoch. Muss auf den Gabelstapler und dann hoch, glaube ich, oder? Hey, ich muss einfach nur das Ding hacken. Ja. Den Kollegen. Die Frage, wie groß jetzt das Gebiet ist. Naja, dann würde ich sagen, jetzt mal wieder zurück zum Moped. Flotti Karotti zum Moped. So, einmal hier. Einmal hier einen auf Gabelstapler. So, einmal Ecken. Fahr das Ding mal hoch. Besten Dank. Das Moped steht da hoffentlich noch irgendwo. Irgendwo. Ja. So, jetzt gucken wir mal auf den Boss. Bis ab zur Kampagne. Der Boss. Wo ist der kürzeste Weg? Da ist der kürzeste Weg. Der kürzeste Weg ist immer eine Gerade. Nee. Du musst ja auch zurücklehnen. Meinst du, Junge? Wird generell schwierig mit zurücklehnen. Pack mal dein Handy weg. Ne? Vorsicht, Mauer. Ja, der muss jetzt heldenhaft springen. Ja, das glaube ich auch. Ah, wobei. Ah, so ein bisschen gequält, aber. War schon kacke. Aber wir haben es gepackt. So. Nicht verbunden, aber hier. Kollege. So. Ich lass knacken. Ich beeil mich. Ja, das damit ein bisschen was. Ziemlich langsam. Guck mal, Papi, ohne Ende. Oh Mann! Also bin ich doch bestimmt schneller. Nee, wir sind nochmal nicht verbunden. Aber egal. Der gelbe Streifen ist nur für dich, ne? Das du kannst nächstes Mal, wenn du so ein elektronisches Schild siehst, falls du siehst, kannst mal viereckig. Ich will mal sehen, was da passiert. Ob da erinnere mich dran. Rechts raus. Habe ich gesehen. Ja, die Schulter lassen wir auch mal weg. Die braucht. Da bist du schon mal gegengefahren. Es ist nicht meine Ecke. So, wie ist denn Konzentration? Ich hab's gerade noch gesagt. War gut. Ja, komm, jetzt stell dich nicht an. Du bist nur noch mal ein Auto. Nimm mal den Cheyenne. Der ist ja prädestiniert für den Unfall. Oh, da! Ja, ich will da nicht rein! Doch, nimm, steig ein. Und dann fahr da hin. Hinter mir. Komm, Gas! Hab ich mir jetzt auch gedacht. Alter, jetzt halt doch mal die Klappe hier. Ich drück durch! Ja, da ist er doch. Ja. Mach keine Kratzer rein.
Damn, like a boss. Du Penny. Muss ich wieder in den Corsa hier einsteigen. So, Junge, was? So, jetzt, also. Kannst du mal das Handy wegpacken? Piss dich einfach. Ja, ist weg jetzt. Aha! Hier geht also doch was. Kann man mal ein bisschen Gummi auf der Strecke machen. So, einmal. Kaputt machen, richtig. Like a boss. Oh, da ist. Oh. Da hättest du links gemacht oder so. Ups. Na, knick mal deinen Blinker hier weg. Aber ich brauche zu. So. Ich muss wissen, wer meine Familie bedroht. Aha, aber siehst du, jetzt ist der Bereich da rot. Drück mal Kreis. So, jetzt hast du dich versteckt. Duck dich mal richtig, Junge! So, jetzt musst du da, würde ich sagen, Kameras machen. Mit den Kameras gucken. Erstmal hier den Typen an. Das war nämlich ein Hurensohn. Das Tor kann ich auch machen. Ui. Der gehört in die Klapsmühle. Löst mal den Alarm aus. Wo denn? Rechts. Wo denn? Rechts. Da steht dick Alarm auslösen. Ach so, ich dachte das Tor. Ja, bin ja dabei. Was ist denn hier los? In der Karre. Okay, jetzt kann ich das Tor öffnen. War doch nicht. Ich hätte es auch so gemacht. Willst du deine Methode machen oder meine Methode? Ich will eigentlich ohne Tote hier durchkommen. Deine. Das ist deine letzte Chance abzuhauen. Ja, ich hau ab. Komm aber gleich wieder. So, wie wär's mit rechts entriegeln? Wo entriegeln? Ah. Jetzt? Mhm. Ein Tipp, such eine Kamera. Guter Tipp. So besten ich. Dank, Herr Krieger. So bin ich. So. Will ich schon mal sprengen, aus Prinzip. Weil der Typ da ist, aber dann geht der Alarm los. Der Gabelstapler. Okay, wir müssen da rüber, ne? Ich würde den sprengen. Ja. Der hätte mehr. Der wäre nicht draufgegangen, Junge. Nö. Nein, wäre aber nicht. Dafür ist das Ding da. Auftragsmörder mit langjähriger Erfahrung. Aha, was geht da? Gabelstapler. Verwirren wir die Typen mal ein bisschen. Sprengen. Da, ich kann nicht mehr sprengen. Ach doch, da, was war da? Ach. Sprengstoff. Ja, war zu spät. Bounce. Like a boss. So, ich muss da hoch. Das heißt, du musst. Lokalisieren Sie eine Wache mit dem Zugangscode. Nicht, dass da eine Wache draufgegangen ist, mit dem Zugangscode. Sprengen. Wollte ich ja. Oh oh. Pass auf, Mann! Das kann nicht sein! Das Ding ist doch doppelt und tschüss. Gesichert, verdammt! Einmal Zoom. Adios, amigos. Was? Der hat die weggeworfen. Die Sau. Seht euch um! Oh geil, ich bin jetzt bei seiner Handykamera dran oder sowas. Ja, übertreib doch nicht. Hallo! Ist das ein Scheiß? Aha. Ja, geh erstmal auf die Wachen. Ja, aber ich muss ja den Typen finden. Ja, wenn du nicht auf die Leute gehst, weiß ja auch nicht, wer den Zugangscode hat. Du bist ja alle gerade am Mutzen. Hallo, ich hab das den anderen Kollegen ausgemacht. So, Sicherheits. Hank Peabody. Da.
den Zugangspunkt benutzen, um den Server zu erreichen. So, wo ist der Server? Guck mal, ob wir noch einen irgendwie umbringen kannst dann. Da? Da ist der Server. Wo ist hier? Siehst du hier noch irgendwo eine? Da hast du eine Kamera. Serverraumzugang. Der Typ hat also Ahnung, ja? Ja, wo kannst du nichts mit dir machen? Natürlich kacke, ne? Warum? Ne, für ihn. Muss ja immer so gegen dich sein. Der ruft aber... Oh, das ist nicht gut. Wieso? Weil der Verstärkung ruft. Kann Verstärkung rufen, so eine Kacke. Unten am Kanister war da was, oder? Scheiße. Die Sprengfallen sind gleich alle weggehalten. Ich geh da lang, alles sauber, ich geh da lang. Hier ist nichts, ich geh weiter. Jetzt brauche ich so einen Sprengkanister hier. Ich muss doch... Wo ist denn dieser scheiß Serverraum? Löst mal da einen Alarm aus. Elektronisches Schild. Verdammte Angst. Ich meine, ich muss ja da hinkommen, ne? Da, wo jetzt das... Jetzt in Not ballerst du dir den Weg frei. Ich meine, wir haben ja gerade auch eine M416 geholt. Ich weiß, das ist wieder deine Art und Weise, hier einen auf Moosröschen zu spielen. Na gut, aber... Ich meine, die Leute freuen sich, dass die Folge schon so lange dauert. Ich meine, irgendwann müssen wir ja auch mal langsam ballern. Eben, La Paloma, was geht? Soll ich direkt hier? Ich würde erstmal die M16 auswählen. L2? Nee, rechts und links. Geh doch. Wo hast du nur jetzt die M16? Der macht gar nichts. So, erstmal ziehst du die Wumme und dann... Schon kacke, ne? Nimmst du den hier? Ne, halt, den wollte ich nicht. Den. Was ist denn hier? Wo war denn das scheiß Menü? Da, ja. Und dann rechts. L1, okay. Ja, pass auf, hab ich. Nee, nimm's rechts. Rechts da. Her, das Ding. Mal kurz aus dem Mantel geholt. Du wirst gerade gesehen. Falsch. Hab ich gesehen. Hatte wenigstens Charlie? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Okay, komm. Ja. Beeil dich, Junge! Wo rennst du hin? Einfach hinter den Gabelstapler, damit die wenigstens hier hoch kann. So, wir dienen meinen Gabelstapler, hoch das Ding und gib ihm! So. Nein, das nicht. So. Nächste Deckung. Nicht müde werden, Leute. Nicht müde werden, hast du gehört? Das ist aber blöd, wenn ich jetzt baller. Weil ich muss, wenn, dann den Kollegen da hinten wegknüppeln. Der kann nämlich Verstärkung holen. Vielleicht kannst du ihn auch stumm ausschalten. Mit einem Schalldämpfer. Habe ich einen Schalldämpfer? Ja, hast du. Wo denn? Auf einer Pistole. Dann verpasst du ihm direkt 3 Kopfschüsse. Auf einer Pistole. Jaha, ich dachte, ich wäre im richtigen Menü. So, Nicknack. Das war das nochmal. S2, ne? Oh. Ja, geht doch. Komm, gehen wir mal vor. Ich will die Waffe schneller wechseln. Wie geht das? Wie ist das mit Nachladen hier? Ich weiß nicht, Viereck wahrscheinlich. Muss ich durchbursten oder? Bleibt in Bewegung! Ja, 2 schießt mich. Verdächtiges Objekt gesichtet. Hast gar nichts gesichtet, Junge. So, wo ist der letzte? Nee, ich möchte das gerne leise machen. Der ist unten. Der ist unten? Ja, dann kann er da bleiben. Nee, ist er gar nicht. Komm nämlich gerade hoch. Hoch, hoch. Ah, L3, guck mal, siehst du? Okay. L3 nachher. Dann sammeln wir mal die Munition ein. Machen wir. So, du brauchst ihn nicht mehr ducken. Leg die Waffe mal weg. L1. Ich müsste es einfach überreißen, oder? Steht voll. Ja, das ist die Sturmgewehr. Egal, geht zum Serverraum.
Easy peasy. Like a boss. So, was haben wir hier? Geld drin. Ne, das ist jetzt entriegelt. Man muss hoch. Ne, du musst da den nochmal. Genau. Ey, ist ja ein richtiges Denkspiel hier. Meine Herren. Uiuiui. Uiuiui. Kriegst du hin? Noch? Ja. Ah, jetzt geht's aber auf Zeit, verdammt. Boah, nee. Alright. Next one. Entriegeln. Hector erstmal unten links. Halt, stopp. Ist doch alles tutti. Eingehender Anruf. Du bist im CTOS? Jetzt schon? Ich sehe mir das heißt, in dem Teil. Du hast deinen Zugang und ich habe meinen. Das Profiler-System ist online. Jedermanns kleine Geheimnisse. Ein Knopfdruck entfernt. Das Ding markiert alle möglichen Sachen im Bezirk. Alle. Das könnte sicher von Vorteil sein. Okay. Achte auf den Online-Verkehr. Da könnten Fixer im Netzwerk sein. Wenn ich sie sehen kann, sehen sie mich auch. Okay, ich muss los. Ich habe zu viel Lärm gemacht. Gib mir Zeit, deinen Anrufer zu finden. Ich melde mich. So, davon habe ich nämlich auch schon in einem Trailer oder so gesehen, oder gehört, dass wenn du hackst und dich sicher fühlst, dich andere eben auch angreifen können, ja? Oder dich deine Verbrechen halt melden können. So, ich würde sagen. Pause. In eine Butze. Pause. Ja. In eine Butze. Irgendwie. Und dann, damit du hier wieder voller Regeneration. Oder brauchst du das nicht? Voll nicht. Schauen wir mal. Ja. Das war Watch Dogs Part Nummer 5. Mit dem Boss. Oder 6? Nee, 6 war es. Also immer wenn eine gerade Zahl ist. Ist das deine Folge quasi, wo du spielst? Ja. Ist eine ungerade Zahl, ist eine Commander-Krieger-Folge. Das heißt, nächste Folge ist Nummer 7. Und wenn er aufgepasst hat, weiß er sich wieder. Tschüss. Tschüss.